Hallo, hallo Freunde, wir sind wieder bei Fallout 3. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach der letzten Folge ist das ja nicht gerade eine Selbstverständlichkeit. Nach den letzten zwei Folgen, besser gesagt, da war ja gar nichts los. Oh Gott, ich hatte mir so einen geilen Plan gemacht. Ich habe gesagt, wir gehen einfach mal den Highway entlang bis zum Ende. Aber wir sind ja schon fast am Ende von dem Highway. Wir sind nämlich immer noch auf der Suche nach Oasis und wir sind die letzten zwei Folgen einfach nur rumgestapft, haben hier irgendwie in dem spärlich besiedelten Norden des Ödlands ein paar Nebenschauplätze gefunden, ein paar Supermutanten, ein paar komische Sendemasten und so ein Shit, aber wir suchen ja eigentlich nach Oasis, denn dort gibt's noch einen Sidequest. Also eine der letzten größeren Sidequests, die wir noch nicht gemacht haben. Die andere große ist halt das CETA DLC mit den Aliens. Nehme ich mal vorweg, ne? Und ja gut, Mothership CETA. Könnt ihr euch da jetzt selber denken, dass es da um Aliens geht. Und dann halt in Broken Steel. Aber Broken Steel, ich habe schon öfters gesagt, das ist ein DLC, das nach der Hauptkampagne spielt und diese quasi erweitert. Wir müssen mal so erstmal die Hauptkampagne durchspielen. Was wir ja auch fast schon haben. Wir sind ja eigentlich quasi bei der letzten Mission. Nachdem wir mit Chaos Computer Kumpel Eden geredet haben, machen wir uns ja jetzt bereit für den Angriff auf was eigentlich nochmal? Nochmal aufs Projekt Purity wieder befreien oder was? Immer hin und her dann wieder. Und dann kommen wir in die Enklave und dann wieder wir und dann. Aber, nee, die Enklave hat ja jetzt das Gag, aber wir können es einfach. Ich glaube, wir haben den richtigen Weg gefunden, oder? Das sieht doch gut aus. Wir sind einfach mal hinten rumgelaufen. Und dann, bang, gibt's eine Ladung. So. Mit dem Gleisgewehr hier immer noch. Wir könnten mal das andere ausrüsten, das noch besser in Schuss ist. Das hat nämlich schon 6 Schaden weniger. Pfeilpistole, so, legen wir mal das auf die 2 und rüsten es auch mal aus. So, da können wir sie weggleisen, die Gegner. Wir haben immer noch nicht gesehen, wie es irgendjemanden festnagelt. Ich sehe sogar freundliche NPCs auf der Map, aber irgendwie. Ich glaube, wir sind doch schon wieder falsch, oder? No, bitte nicht. Bitte, das muss jetzt hier irgendwie eine Kurve machen und dann. Nee, das sieht doch aus wie dieser Pfützensee, wo hier der Protektron mal war, ne? Oder? Oder ist das wieder eine andere Pfütze? Oh Gott. Ich glaube, wir kommen gleich wieder bei der Schiene raus. Guck mal, hier sind die Pfützen. Mist. Und ich dachte, wir wären auf dem richtigen Weg. Ach Leute. Kann doch nicht so schwer sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der kleine Pfeil, der ausgeht, das müsste Oasis sein, weil sonst ist hier oben nichts anderes mehr. Aber wir müssen halt. Irgendwie ist er so versteckt. Wir müssen halt den richtigen Zugang finden. Das Problem ist, dass dieser Zugang ja eigentlich gut sichtbar ist. Denn, wie wir von Freedog wissen, gibt es dort ja Bäume. Richtige Bäume. Also es ist quasi das einzige bisschen Grün im Ödland. In Oasis. Das ist ja schon eigentlich, es sollte sich schon markant gegenüber dem Krempel hier abheben. Aber wir finden ja nicht mal den grünen Landstrich, der dazugehört. Oh Mann. Das ist schon traurig, muss ich sagen. Hier sind jetzt überall die Brahmine verteilt, die wir mal in einer der letzten Folgen gesehen hatten. Glaube ich zumindest, dass das die waren. Naja. So ist das halt im Ödland. Wir sind auch schon wieder hier. Wetten, wir treffen gleich wieder auf eine Gruppe Enklave oder so. Die einfach immer wieder respawnen hier, oft wir hier im Kreis vorbeikommen. Ja, da können wir uns ordentlich Sachen farmen, aber naja. Weiß ja nicht, ob das. Oh Gott, also ich muss sagen, das hat mich gerade schon ein bisschen erschreckt, ne? Der Forks. Wie er auf einmal losplappert. Hier ist ein Augenbord der Enklave. Yay. Jetzt gehen wir doch nicht zum 15. Mal dorthin. So, hier ist der Highway. Wir gehen jetzt am Highway entlang, bis wir, was weiß ich, den Rand der Map erreichen. Vielleicht haben wir von da aus. Könnten wir auf den Highway vernünftig hoch hier oben?
Dann hätten wir vielleicht ein bisschen Aussicht und könnten sehen, wo wir hin müssen, aber wir kommen ja nicht auf das Ding hoch. Also zumindest nicht an der Stelle hier. Nee, echt jetzt? Das ist tatsächlich wieder Enklave. Ich hab's ja gesagt. Jedes Mal, wenn wir hier vorbeikommen, ist eine neue Patrouille Enklave dort. Und wir treffen sie wieder. Holy shit, wir treffen ja gar nichts. Wo kommen die ganzen Enklave-Leute immer her? So. Forks hat den letzten Offizier erledigt. Gut für ihn. So, dann loot mal die Kollegen mal wieder. So, du hast Krempel. Er hat einen Gatling-Laser dabei. Coole Sache. Brauchen aber das ganze Zeug eigentlich nicht, ne? Wir haben ja einen Gatling-Laser zu Hause. Der hat gar nichts dabei. Hat Forks dem sein Zeug geklaut? Ja, möglich. Wir suchen im Moment wirklich gerade nicht nach Loot. Wir wollten eigentlich Entschuldigung. Wir wollten ja entlang des Highways laufen, nicht? Das hatte ich ja gesagt. So, hier waren wir schon ganz am Anfang der Folge. Also wir haben dort an der Brücke, ja. Wo kommt denn diese Minigun her? Wahrscheinlich noch von einem anderen Enklave-Soldaten. Stimmt, hier sind wir nicht hochgekommen, ne? Und dann sind wir hier drumrum. Vielleicht kommen wir ja aber doch irgendwie auf das Gerümpel hier drauf. Wie gesagt, wir bräuchten irgendwie einen hohen Aussichtspunkt, von dem aus wir vielleicht Oasis entdecken könnten. Ach komm, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass es hier nicht rauf geht. Doch, es geht rauf. So, macht euch bereit auf Forks, den Sprinter. Der wird dann, ne, guck, da hinten geht er schon ab. Wird erstmal so ein paar Albinos mitbringen, aber die machen wir ja einfach im Schlaf, ne. Okay, hier ist der Maprand. In diese Richtung können sie nicht weitergehen. Bitte drehen sie um. Wir sind also ganz am Rand der Map. Hier surft Three Dog auf der Welle. Ja, dieser köstliche Joke. Über den habe ich mich letztens schon mal lustig gemacht, ne? Der Three Dog. Hier, genau in dieser Richtung muss irgendwo ein Eingang sein, ne? Knochensplitterneigung. Ich glaube, diese Wettervorhersage hat er auch noch nie gemacht, ne? Diesen Wetterspruch. Man hört immer mal was Neues. Ich weiß, ich habe letztens mal eine Folge reingehört, dann habe gemerkt, das Radio ist gar nicht so laut, ne? Aber es ist vielleicht auch. Oh ne, Copyright erkennen sie trotzdem sofort. Also, ist egal wie leise das Video ist. Also, das Video ist ja nicht leise, ich bin ja relativ gut zu verstehen. Also, wenn ich ordentlich spreche zu euch. Aber der Free Dog und so, das ist nicht immer gut zu verstehen. Vielleicht ist es auch besser so. Es reicht, wenn wir ein bisschen Hintergrundmusik haben. Ich hätte eigentlich gedacht, dort wäre dann der Eingang, ne? Aber es hat uns ja nicht weitergebracht. Darum gehen wir einfach mal weiter hier rum. Vielleicht hilft uns das weiter, aber eigentlich ist es schon dort. Wir hatten aber gerade so einen kleinen Leck, vielleicht hat es irgendwie ein Gebiet geladen. Ja, aber das erscheint mir hier nicht besonders richtig, oder? Wir sind dann fast schon wieder bei den Klippenhütten. Wir rennen halt auch so langsam, ne? Wegen der Powerrüstung. Das könnten wir wahrscheinlich mehr Distanz zurücklegen in einer Folge. Das müssen wir hier schon wieder. Okay, hier können wir auch nicht weitergehen. Also. Wir können hier nirgendwo weiter, weil hier der Rand der Map ist, ja. Geht es nicht weiter. Also müssen wir doch von irgendwo her. Nee, das kann doch nur dort hinten sein, wo wir gerade eigentlich rein sind. Oder? So langsam gebe ich den Geist auf. Langsam geht es mir wirklich gegen den Strich. Ich bin hier, hinten. Du bist hier hinter mir.
Bitte mach doch nichts Seltsames, Forks, ne? Ich hab keinen Bock, dann irgendwie auf der Straße zu verenden. Auch wenn hier nicht mal eine Straße ist. Sieht aber auch alles nicht so aus, als wäre hier eine Oase, ne? Am Ende sind wir total falsch, ne? Irgend sowas wird doch rauskommen, oder? Wir sind total falsch. Guck mal, hier sind wir letztens doch schon reingegangen, schon in der Folge. Und dort geht's einmal nirgendwo hin. Aber ich sehe doch hier sogar freundliche NPCs. Irgendwo hinter der Felswand. Wir müssen irgendwie an der Felswand vorbei. Aber wir haben die halt schon 20 Mal umrundet. Bitte, was macht der denn hier? Ein Talon-Söldner? Irgendwie muss man doch hier an der Felswand vorbeikommen. Kann ja nicht sein, dass das so gut versteckt ist, dass man es nicht findet. Wir haben doch auf der Map diese kleine Markierung. Da muss doch was sein. Man muss doch irgendwie hinkommen. Ach, Leute. Leute, ich wollte es doch die Folge irgendwie mal schaffen, ne? Irgendwo hier muss man doch dahin kommen. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht angehen. Hätten wir kommen gleich wieder am Enklave-Posten vorbei und dann sind wir Feinde. Es hat kurz schon geleckt, als wären Gegner gespawnt, ne? Hier geht's doch nur wieder durch, oder? Hier geht's doch nur wieder durch, da kommen wir dann zu den, zu diesen Dreckseen, oder? Wie, ne, Moment. The fuck? Okay, ich glaube, wir haben endlich den Eingang gefunden. Leute, hurray, aber... Das sah mir doch nur aus wie wieder dieses Drecksdinge, ne? Tatsache, hier ist es. Sie sind angekommen. Oh. Kommen Sie bitte näher. Ich muss mit Ihnen über Dinge von höchster Dringlichkeit sprechen. Beeilen Sie sich. Er hat es nicht gerne, wenn man ihn warten lässt. Der Baumvater Birch. Das sah halt aus wie jeder andere Eingang, wo man in die Kacke reingeht, ne? Na gut. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Es ist lange her, seit uns jemand besucht hat. Er wartet darauf, dass jemand wie Sie hier eintrifft. Bitte folgen Sie mir. Ich werde Sie sofort zu ihm führen. Okay. Ja, was zum Teufel sind das denn für Kleider? Komm, Stöcke raus. Immer langsam, Atemmann. Moment mal, wer sind Sie und was ist das für ein Ort? Tut mir leid. In der Aufregung bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Ich bin Baumvater Birch. Ich habe das große Glück, der Anführer seines Volkes zu sein, der Baumhüter. Hinter diesem Tor liegt unser Zuhause, Oasis. Die Baumhüter? Wer wartet da drin auf mich? Wer anders als er selbst sollte warten? Wenn Sie mir bitte einfach zum Pavillon folgen wollen, Ihnen wird dann alles klar werden. Okay, ich folge Ihnen. Gehen Sie voran. Ausgezeichnet. Folgen Sie mir bitte. Bald wird alles aufgeklärt sein. Ja, er will uns nicht verraten. Und du bist Zweighüterin Maple. Willkommen bei uns. Ja, Hallöchen. Die hat ja... Sidepoop ist too strong. Was? Oh Gott. Wir sind irgendwie beim Baumkult reingeschneit, ne? Darum geht's hier irgendwie. Ach du Scheiße, die haben ja alle solche komischen Zweige. Klasse. So, wo führt uns das hin? Es ist wieder diese langsame Escort-Geschwindigkeit, ne? Bassin der Reinigung. Sie können den Brunnen derzeit nicht verwenden. Okay. Ich werde mal das Radio ausmachen, solange wir hier sind.
Du, warum sitzt du dich jetzt hier hin? Ich dachte, du führst mich. Sie ahnen ja nicht, wie überglücklich ich bin, Sie zu sehen. Normalerweise ist Oasis für Außenstehende gesperrt, aber er hat eine Ausnahme gemacht. Okay. Oh, wir haben Tierfreund und Lebensspender. Also, Lebensspender haben wir doch erst beim letzten Level genommen, nicht? Fantastisch, hier scheint es wirklich wahnsinnig viele Tiere zu geben. Ich kann es nicht erklären, aber mir kommt vor, als wäre hier, ist hier voll von Leben. So, was habe ich noch nie gesehen? Komischer Ort. Wo schließt man denn hier Sachen an? Dieser Ort macht mir Angst, er ist so anders. Also, wie war das? Ein Treffen mit jemandem? Wir nehmen mal Lebensspender. Das ist seine Macht, die Sie fühlen. Mit seinen ausgestreckten Gliedern schützt und behütet er uns. So wie sie von ihm reden, könnte man meinen, sie reden von Gott. Wer ist er? Ich wünschte, wir würden endlich mal einer sagen, wer er ist. Ja, die Gottsache. Er ist mehr als nur ein Gott, mein Freund. Also, ach, mehr. Er ist derjenige, der wächst, der gibt und der führt. Dank ihm haben die Baumhüter eine Heimat. Okay, ich kann vielleicht helfen, aber ich brauche klare Antworten auch, wer er ist. Warum nennen sie sich Baumhüter? Baumhüter, was komischer Name. Ich glaube, ihr seid ein Haufen Wahnsinniger. Also, wie war das? Ein Treffen mit dem Sparhund oder warum nicht? Ich hätte vorgezogen, dass er sie in alles einweiht, aber ich verstehe ihr Zögern. Der große Herrscher ist ein Gottesbaum, ein lebendiger, atmender, sprechender Gottesbaum. Ja. Uns Baumhütern kommt der Segen zuteil, dieses Wesen über uns wachen zu lassen. Warum nennen Sie sich Wir Baumhüter? sorgen für diesen Ort und behüten ihn vor denen, die danach trachten, ihn auszubeuten. Er gibt uns etwas, und darum geben wir ihm ebenfalls etwas. Das hat fast 2 Jahrzehnte lang gut funktioniert. Wir meiden Technologien und sind eins mit der Natur. Das ist das Leben eines Baumhüters. Warum trägt jemand Waffen, wenn er Technik hasst? Haben die Waffen? Habe ich jetzt nicht gesehen. Vermeidungstechnik? Wie verteidigen sie sich? Ja, sicher, deshalb hat mir Maple wohl ein Gewehr an die Nase gehalten. Ja, also wie war das, ein Treffen mit jemandem? Warum trägt jemand Waffen, wenn er die Technik hasst? Leider ist das Ödland ein feindseliger Ort und manchmal sind wir gezwungen, uns dagegen zu verteidigen. Wenn das bedeutet, mit maschinell gefertigten Waffen zu kämpfen, dann soll es wohl so sein. Hätte er nicht darum gebeten, sie zu sehen, wären sie nie so nah an die Tore herangekommen. Ihr hättet mich bestimmt abgeschossen. Ja. Ne, ich bin Level 36? Keine Ahnung. Damit kommen wir zur Frage, warum ich hier bin. Also, wie war das? Ja, damit kommen wir zur Frage, warum ich hier bin. Fürwahr, verzeihen Sie, denn ich spreche nur selten mit Außenstehenden und neige dazu, in der Unterhaltung das Thema aus den Augen zu verlieren. Als Sie sich Oasis näherten, sagte er, dass Sie kommen würden, und ich wurde losgeschickt, um Ihnen persönlich ein Anliegen vorzutragen. Er will sich mit Ihnen treffen. Sie wären seit sehr langer Zeit der erste Mensch von draußen, dem diese Ehre zuteil wird. Nice. Wir dürfen mit einem Gottesbaum reden. Oh, das wird ja super. Chaos Computer Kumpel Eden und göttlicher Goten Götterbaum in Oasis, keine Ahnung. Es wäre mir eine Ehre, diese Person zu treffen. Ich würde ihn nicht so bezeichnen, aber gut. Bevor Sie ihn treffen können, müssen Sie die Feier der Reinigung über sich ergehen lassen. Bitte was? Danach dürfen Sie mit ihm sprechen. Einfach Bescheid geben, wenn wir anfangen können. Moment mal, wie läuft diese Zeremonie? Die Zeremonie ist ganz einfach. Sie müssen dazu lediglich vom Saft aus dem Bassin hier im Pavillon trinken. Der Saft wird Ihren Geist und Körper von allem Schädlichen reinigen, das ihn verletzen könnte. Ich versichere Ihnen, dass Sie dadurch keinerlei Schaden erleiden werden. Okay. Wir dürfen jetzt irgendwelchen Baumsaft trinken. Baumkamm.
Okay, beginnen wir mit der Zeremonie. Also gut. Dann wollen wir gleich vor dem Bassin Platz nehmen, um zu beginnen. Joa. Fox ist auch da. Wer bist du denn? Samling Yu. Bloomseer Poplar. Bloomseer. Das ist irgendwie besser als Baumhüter, muss ich ehrlich sagen. Ne? Nur dem, der den Saft aus dem Bassin trinkt, wird er sich Baumvater. Offenbaren. Okay. Das Bassin der Reinigung enthält einen dicken, klebrigen Saft. Den Saft trinken. Oh, Baumsaft. Oh, gib mir deinen Saft. Los. Das Spiel ist abgestürzt. Oh, das Spiel ist abgestürzt. Wir haben den Saft getrunken und das Spiel ist abgestürzt. Und nu? Was ist jetzt passiert? No! Ich muss doch wissen, ob ich jetzt saftig bin. Leute, ich bin gleich wieder da. Hallo Leute, wir sind wieder da bei der Zeremonie, ne? So. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel nochmal abstürzt jetzt. Hoffentlich nicht. Also, wir können noch nichts verwenden. Wir müssen noch warten, bis er irgendeinen Satz sagt, oder was? Ja. Ja. Yeah. Ich muss los. Leben! Können wir jetzt? Ah, hier können wir diesen dicken, klebrigen Saft. Okay, ich glaube, das Spiel hält diesmal durch. Wir werden super. Jetzt den Segen sprechen, um vor dem Betreten des Hains allen Schaden abzuwenden. Ich fordere euch aufzugehen, Agenten der Zerstörung, durch die Macht seines göttlichen Willens. Verlasst sofort unsere Häuser und Körper. Lebt dort nicht länger, sondern geht an Orte, an denen ihr niemandem schaden könnt. Im Namen seiner Blattherrlichkeit belege ich euch mit seinem Zorn, sodass ihr ihn immer mit euch tragen werdet. Und ihr werdet Tag für Tag verblassen, bis ihr verschwunden seid. Und nur dort wird man eure Spuren finden, wo ihr der Menschheit gedient habt. All dies möge er uns gewähren. Er, der durch seine Kraft über die Lebenden, die Toten und die Welt richtet. Amen. Die Umgebung darf schon man nicht aus den Augen lassen. Die Fresse, Fox. Und wenn ihr erwacht, erlebt ihr seine Herrlichkeit aus erster Hand. Joa. Okay, Ladezone. Wo zum Geier sind wir jetzt gelandet? Hier geht's wieder zurück nach Oasis, kommen aber nicht raus, denn wir brauchen einen Schlüssel. Und du bist jetzt der Götterbaum, oder was? Du strahlst, wusstest du das? Ach, hier ist der sprechende Baum. Na, Hallöchen. Ja, gut. Den Götterbaum würde ich mir anders vorstellen. Es ist irgendwie ein Baum mit einem Face drin. Hallo, sprechender Baum. Schön zu sehen, dass Sie endlich wach sind. Ich kann es einfach nicht fassen, dass man sie diese blöde Zeremonie durchführen ließ. Ach so. Wenn ich rede, hören sie zwar zu, aber sie nehmen es nicht in sich auf. Wissen sie, was ich meine? Ich träume scheinbar. Ich bin noch nie zuvor einem sprechenden Baum begegnet. Wie geht das? Irgendwo muss ein Typ mit einem Mikrofon sein. ich träume scheinbar. Ich wünschte, ich würde auch träumen. Denn dann könnten Herbert und ich die besten Freunde sein und Seite an Seite leben. Wer zum Gig ist es, Herbert? Er ist der Baum, so. Verstehen Sie? Wir sind alte Freunde, die allerbesten Kumpels. Wir kennen uns buchstäblich in- und auswendig. Also,
In Wirklichkeit heißt er Bob. Ich finde es zwar lustig, ihn Herbert zu nennen, er aber, glaube ich, nicht so. Bob und Herbert, deshalb. Okay. Sie sind also im Baum gefangen, in diesem Herbert- oder Bob-Ding. Langsam glaube ich, dass sie nicht immer so waren. Worum zum Teufel geht's ja eigentlich? Die Baumhüter haben also gesagt, dass hier meine Hilfe gebraucht wird. Okay, sie sind also im Baum gefangen, in diesem Herbert- oder Bob-Ding. Naja, so könnte man's wohl sehen. Bob saß mir früher auf dem Kopf und hat eines Tages dort Wurzeln geschlagen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Tja, irgendwann ist er über mich hinausgewachsen und ich saß mehr oder weniger drinnen fest. Okay. Wie hat das mit dem Baum auf dem Kopf angefangen? Wie zum Henker konnte das passieren? Ich habe immer noch keine Ahnung, worum zum Teufel es hier geht. Ja, wie hat das mit dem Baum aus dem Kopf angefangen? Das ist lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Zusammen mit einigen anderen Leuten erforschte ich eine Art Militärstützpunkt. Ich glaube, er nannte sich Mariposa. Wir waren ziemlich tief drinnen und sind auf ein paar seltsame Fässer dieses grünen Schleims gestoßen. Und als wir gehen wollten, griff man uns an. Ja. Das Letzte, an das ich mich vor meiner Ohnmacht erinnere, ist, dass etwas meinen Freund umgehauen hat. Nun, ich hoffe, die Probleme sind bald überstanden. Ich bin hier, um zu helfen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, das zu hören. Oder besser gesagt, wir freuen uns, das zu hören. Ich und Bob. Ich möchte um einen sehr einfachen Gefallen bitten. Würden Sie mich bitte umbringen? Ja, das ist eigentlich ganz easy, ne? Klar, wo hätten Sie denn gern die Kugel im Kopf oder Bauch? Soll ich sie umbringen? Oh nein, nein, nein. Das wäre kein Mord. Sie würden mir damit einen Gefallen tun. Wissen Sie, ich bin hier nun schon seit 2 Jahrzehnten festgewurzelt im Boden. Meine einzigen Freunde sind Bob und diese komischen Vögel da, die glauben, ich wäre ein Gott. Wie soll ich denn einen Baum umbringen? Herr Fatman, drauf und weg. Wenn ich sie töte, sind alle Baumhüter hinter mir her. Warum bringen sie sich nicht einfach um? Ja, wie soll ich denn einen Baum umbringen? Wie soll ich das nur erklären? Ich fühle mich in letzter Zeit ziemlich ausgebreitet. Ich glaube, Bob hat meine Innereien etwas auseinandergeschoben. Es lässt sich nur schwer sagen, wo alles sitzt, aber das ist ja bei den eigenen Innereien schon immer so gewesen, nicht wahr? Jedenfalls glaube ich, dass Bob einige meiner Organe in sein Wurzelwerk verlagert hat. Ich will, dass sie in die Erde steigen und mein Herz zerstören.
Okay. Bin kein Wohlfahrtsverein. Wenn sie sterben wollen, dann her mit den Kronkorken. Ja. Es geht bestimmt ganz einfach beim Baum. Wenn ich sie töte, sind alle Baumhüter hinter mir. Ja, das ist eigentlich ein gutes Bedenken. Oh nein. Machen Sie sich ihretwegen keine Sorgen. Wenn Sie beschließen, hinabzusteigen, werde ich mit Birch und dem Rest der Bande ein Wörtchen reden. Normalerweise verstehen Sie kein einziges Wort von dem, was ich sage. Aber ich werde es Ihnen schon irgendwie begreiflich machen. Warum bringen Sie sich nicht einfach um? Wie soll ich das denn anstellen? Ich kann mich ja kaum noch bewegen. Wegen Bob werde ich sehr, sehr lange nicht mehr in der Lage sein, überhaupt noch irgendetwas zu tun. Hören Sie, ich will Sie wirklich nicht umbringen. Von allen denkbaren Ödländern musste ich ausgerechnet einen erwischen, der ein Gewissen besitzt. Dann betrachten Sie es eben als Bitte auf unbestimmte Zeit. Ich will nicht warten, bis der nächste Besucher kommt. Das könnte Jahre dauern. Denken Sie einfach nochmal drüber nach. In Ordnung? Gut, dann erstmal ciao, Herbert, oder was, Bob? Okay, Wiedersehen, Baum. Wie zum Teufel soll ich überhaupt nennen, Herbert oder Bob? Gut, dann erstmal ciao, Herbert, oder was, Bob? Nein, nein. Herbert ist der Baum. Bob ist sein richtiger Name, aber ich nenne ihn Herbert, weil ich das ziemlich lustig finde. Ich bin auch noch hier drin. Jedenfalls das, was von mir noch übrig ist. Ich heiße Harold. Ja, der Harold. Oh Gott, was kommt denn dort angerannt? Es waren nur Forks. Ja. Ja, Oh, hier könnten wir dann durch. Feuchte Höhle. Ja. Was soll ich zu dem Viech noch sagen? Der Harold, muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen, ne? Gott, sieht das Viech übel aus, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.